Guten Abend, Minecraft-Affen und Logisim-Bastler. Der Contest ist beendet, sprich, also der Contest ist nicht beendet, ne? Keine Angst, aber Einsendeschluss ist erreicht. Danke an alle, die eingesendet haben. Ich werde jetzt noch keine Namen nennen, die werden alle nochmal im Video genannt, wenn ich den Gewinner verkünde. Was mir bisher so eingesendet war, ist ziemlich genial und ihr könnt jetzt mal, wenn ihr wollt, den Link anklicken, der direkt in der Beschreibung verlinkt ist. Da hat nämlich auch gleich einer seinen Festkommarechner als ziemlich epigisiertes Video hochgeladen. Also ist ziemlich cool. Solltet ihr unbedingt mal ansehen. Contest ist hat seinen Einsendeschluss erreicht. Ich danke mal all diejenigen, die eingesendet haben. Was wollte ich noch sagen? Ja, das war ein sehr kurzes Infovideo, aber ich muss halt mal loswerden. Der Einsendeschluss ist seit dem Sonntag erreicht. Es haben um die 10 bis 15 Leute, ich weiß die genauen Zahlen, aber ich will sie nicht nennen, eingesendet. Einer hat es direkt auf YouTube veröffentlicht. Wie gesagt, Link findet ihr in der Beschreibung. Was kann ich sonst noch sagen? Ja, vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Waren ein paar richtig geniale Projekte dabei. Ich habe noch keine Wertungen gemacht. Die werden dann alle gemacht, bevor ich das finale Video mache. Weil ich jedes Projekt so lange wie möglich, ja, um es philosophisch auszudrücken, auf mich wirken lassen will. Aber nee, also ich will schon mit jedem Projekt mich gut, je nach Komplexität, irgendwie 10 bis 60 Minuten beschäftigen. Alles durchgehen, dann muss ich das nächste Projekt machen und das wieder mit dem anderen vergleichen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so einfach. Ich könnte auch einfach alles hinschmieren und sagen, bla, du hast gewonnen, super, bla, die anderen nicht. Nee. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wie ich es angekündigt habe im Ankündigungsvideo des Contest. Link ebenfalls in der Beschreibung. Dass es mehrere Gewinner geben wird. Ja. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht loswerden. Wenn ihr das Video gesehen habt, das ich zusammen mit Lalapo81, sein Kanal auch in der Beschreibung verlinkt, gemacht habe, die 10 Gebote Minecrafts. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst es mich ruhig wissen, also Daumen hoch oder Kommentar. Es ist keine Werbung, also ich bin nicht klickgeil, ich verdiene kein Geld mit dem Zeug, also es ist wirklich nur, dass ich weiß, was ich für Videos liefern soll. Das Video hat war ziemlich viel Arbeit, vor allem weil ziemlich viele Schnittprogramme rumspinnen. Unter anderem, ich sage jetzt einfach gar nichts, will jetzt keinen Namen schlecht reden. Aber es hat Spaß gemacht, das zu machen, auf jeden Fall. Wenn euch sowas gefällt, werde ich, also es sieht so aus, als ob es den meisten Leuten gefällt, irgendwie. Die Like-Dislike-Quote ist da doch ziemlich, ziemlich gut. Ja, werde ich auf jeden Fall mehr solche Videos liefern. Natürlich werde ich auch meine Serie, nein, die habe ich nicht vergessen, der Enhanced Alu in Minecraft weitermachen und weitere Logisim-Tutorials bzw. Logisim-Let's Shows, aber Let's Show ist so ein überstrapazierter Begriff von ja, der ist einfach überstrapaziert. Also Kinder will ich jetzt nicht sagen, es gibt auch genügend Leute, die als erwachsen gelten und sowas halt so extrem rausprovozieren, so. Heute ein Let's Show von Minecraft, wobei jeder irgendwie Minecraft schon kennt. Ah ja, ihr wisst, was ich meine. Irgendwelche Vorstellungsdinger von Logisim habe ich da auch mal eins in der Beschreibung verlinkt. Werdet ihr aber alle schon kennen, nehme ich an. Also, das Video ist schon ziemlich lang oben. Wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr es gerne angucken. Wenn ja, dann lasst es bleiben oder schaut es euch nochmal an. Ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Ja, um es zusammenzufassen, danke an alle, die eingesendet haben. Am Wochenende bzw. im Laufe der nächsten Woche wird es dann den Gewinner geben. Aus genannten Gründen, nicht morgen oder übermorgen, sondern eben erst in einem kleineren Zeitabstand. Ja, alles Wichtige ist in der Beschreibung nochmal verlinkt und vielen Dank fürs Zuhören und fürs auf dem Bildschirm standen, wobei ich glaube, dass die meisten einfach meine Stimme im Hintergrund haben und sonst irgendwas anderes machen. Ist ja auch völlig okay, ich meine. Text! Wow, Text! Ja. Bis dann.